Es rollt weg, die zwei. Wieder ist ein Brief von mir gekommen. Wieder hast du eine Schande drauf gemacht. Ich hab die Sehnsucht anfangs gar nicht ernst genommen. Doch heute Nacht, das weiß ich, lieg ich wieder wach. Ich träume mich zu dir nach Süden, träume mich zu dir ans Meer, denn Träume sind wie kleine Züge, sie fahren dich hinterher. Ich nehm am liebsten morgen früh den ersten Flieger. Es hat mir niemals vorher so viel ausgemacht. Ich träume mich zu dir nach Süden, träume mich zu dir ans Meer. Denn Träume sind wie kleine Züge, sie fahren dich hinterher. Ich träume mich zu dir nach Süden, träum mich in dein Herz hinein. Die Träume sagen dir, komm wieder, wir waren lang genug schon allein. Also, ich will ja nicht behaupten, dass mir die Sendung allmählich entgleist. Das ist Wahnsinn. Auch deine Fans mit dabei. Und die machen eine Hitze. Also, jetzt ist es erlaubt, gell? Das ist auch eine schöne Jacke. Ja, ich zieh sie nachher aus. Mir ist auch zu heiß geworden. Damit brauchen wir nicht mehr. Obwohl ich ja Mutti damit die Freude machen wollte in der Jacke. Aber du bist deinen Fans einige schuldig. Wir wollten über so viele sprechen, aber jetzt habe ich es erfahren. Warum verschweigst du uns das? Im Mai haben wir gesagt, er wird Papa. Jetzt kann ich sagen, er ist seit Samstag Papa! Weißt du das? Weißt du das? Er wollte es geheim halten. Das gibt's nicht. Aber jetzt, komm, los, Roy. Ja. Wie wird sie heißen, die Tochter? Sie heißt schon Nathalie und ist ein ganz süßes kleines Mädel. 50 cm groß, um Samstag. Am Samstagmorgen um 3.52 Uhr ist sie zur Welt gekommen. Wunderbar, wunderbar. Und jetzt musst du dich mal wieder auf den Prüfstand stellen. Mal sehen, ob dich dann nicht das nervt, dieses... Ich hab mir schon Zimmer eingerichtet, für alle Fälle.